Andrés Herrera, ein prominenter Geschäftsmann aus Manhattan, war auf einer persönlichen Mission. Seine Schritte hallten entschlossen wieder, während er die von Bäumen gesäumten Wege eines Friedhofs in Ohio entlang ging. Der Herbst hatte die Blätter in goldene und rötliche Farbtöne getaucht und eine warme Decke über den Boden gebreitet. Obwohl er von solcher Schönheit umgeben war, war Andrés Herz schwer. Er war dort, um seinem Vater Tribut zu zollen, von dem er sich nicht ordentlich verabschieden konnte. Als er am Grab seines Vaters ankam, kniete er langsam mit tränenüberströmten Augen nieder. »Vater«, begann er mit zitternder Stimme, »es tut mir so leid. Ich hätte hier sein sollen. Europa, das Geschäft, nichts davon hätte mich aufhalten sollen.« Seine Worte verblassten zu flüstern, als seine Emotionen ihn überwältigten. Während er in seiner Welt aus Reue und Sehnsucht vertieft war, erregte eine dünne, zitternde Stimme seine Aufmerksamkeit. »Herr, könnten Sie mir etwas Geld geben?« Überrascht blickte Andrés auf und sah Christian, einen kleinen Jungen mit riesigen Augen und verfilzten braunen Haaren, der abgetragene Kleidung trug. Sein Gesicht war eine Mischung aus Hoffnung und Verzweiflung. »Warum bettelst du auf einem Friedhof um Almosen?« fragte Andrés und wechselte seinen Gesichtsausdruck von Schmerz zu Besorgnis. Christian zögerte einen Moment, biss sich auf die Unterlippe und sagte dann, »Meine Großmutter sagt, wir müssen tun, was nötig ist, um zu überleben. Sie bringt mich hierher, weil die Menschen traurig sind und mehr geben.« Andrés sah ihn tief bewegt an. »Solltest du nicht in der Schule sein und mit anderen Kindern in deinem Alter spielen, anstatt zu betteln?« Er zuckte mit den Schultern und blickte auf den Boden. »Meine Großmutter sagt, jeder Pfennig zählt und ich muss zu Hause helfen.« Andrés Herz zog sich zusammen, als er die Realität des Lebens dieses Jungen erkannte. Selbst inmitten seines eigenen Schmerzes fühlte er plötzlich das Bedürfnis, etwas für Christian zu tun, vielleicht um dabei etwas Erlösung zu finden. Die Enthüllung des Namens des Jungen, Christian, derselbe wie der seines verstorbenen Vaters, ließ Andrés Herz für einen Moment beinahe stillstehen. Dieser Zufall, oder vielleicht Schicksal, verstärkte das bereits wachsende Mitgefühl in ihm. Christian bemerkte Andrés durchdringenden Blick und fragte schüchtern, »Herr, habe ich etwas Falsches gesagt?« Andrés seufzte und antwortete, »Nein, Junge, dein Name ist derselbe wie der meines Vaters, den ich heute besucht habe.« »Wirklich? Ich wurde nach meinem Großvater benannt, aber ich habe ihn nie kennengelernt.« Die Verbindung schien nun noch tiefer. »Christian«, sagte Andrés mit Entschlossenheit, »möchtest du mit mir kommen? Wir werden ein paar Sachen für dich kaufen.« Die Augen des Jungen leuchteten vor Hoffnung. »Wirklich, Herr?« Andrés nickte bejahend. »Ja, wirklich. Zuerst gehen wir in ein Bekleidungsgeschäft, um dir etwas Bequemeres zum Anziehen zu besorgen. Und dann machen wir einen Halt im Supermarkt.« Ungläubig, aber aufgeregt, ergriff Christian Andrés ausgestreckte Hand. »Danke, Herr. Niemand hat je so etwas für mich getan.« Während sie gemeinsam gingen, fühlte Andrés, dass es kein Zufall war, dass er und Christian an diesem Tag aufeinander getroffen waren. Vielleicht war es ein Zeichen seines Vaters, der ihn anleitete, etwas Gutes und Sinnvolles inmitten seines Schmerzes zu tun. Andrés Auto hielt vor einem alten Holzhaus, dessen abblätternde Farbe und staubige Fenster den Eindruck von Verlassenheit vermittelten. Die Stufen knarrten unter ihren Füßen, als er und Christian sich der Tür näherten. Bevor er klingelte, zögerte Christian. »Sie könnte, nun ja, betrunken sein.« Andrés nickte verständnisvoll mit dem Kopf. Kurz darauf öffnete sich die Tür langsam. Eine ältere Frau mit grauen Haaren und tiefen dunklen Ringen erschien, trug einen verblassten Morgenmantel und hielt eine fast leere Flasche Whisky. »Was wollen Sie?« knurrte sie, ohne Christian wirklich anzusehen. »Ich habe einen Freund mitgebracht«, sagte Christian und versuchte optimistisch zu klingen. Sie hob eine Augenbraue und zum ersten Mal trafen ihre Augen auf Andrés. »Und wer sind Sie?« Andrés streckte zur Begrüßung die Hand aus. »Mein Name ist Andrés. Ich habe Christian auf dem Friedhof getroffen.« »Ah«, unterbrach sie ihn, »ein weiterer Wohltäter, der Mitleid empfindet. Nun, wir hatten schon viele wie Sie.« Als Andrés die Spannung erkannte, versuchte er, die Situation zu entschärfen. »Ich wollte nur helfen und war an Christians Geschichte interessiert.« Camela lachte sarkastisch. »Geschichte? Sie wissen nicht mal die Hälfte davon.« Während Christian unbehaglich zu Boden blickte, fuhr Camela fort. »Lassen Sie mich Ihnen etwas sagen, junger Mann. Dieser Junge ist nicht mein Enkel. Ich war seine Babysitterin.
Seine Mutter hat ihn bei mir gelassen und versprochen, von einer Reise zurückzukommen, und sie ist nie zurückgekehrt. Andres' Herz zog sich zusammen, als er dies hörte. Er blickte auf Christian, dessen Augen voller Tränen waren. Der einzige Grund, warum ich ihn noch hier behalte, fügte Carmela bitter hinzu, ist, weil er durch Betteln etwas Geld verdient. Das hilft, die Miete zu bezahlen und mehr zu trinken zu kaufen. Christian murmelte, ich wollte nur, dass meine Mutter zurückkommt. Bewegt trat Andres vor. Christian, du verdienst etwas Besseres als das und ich werde tun, was immer ich kann, um dir zu helfen. Er warf Carmela einen missbilligenden Blick zu, aber am meisten strahlte sein Mitgefühl für das Kind. Andres sah sich im kleinen Raum um und nahm jedes Detail der tristen Umgebung vor ihm in sich auf. Die spannungsgeladene Luft wurde nur durch das leise Tropfen eines undichten Wasserhahns und das leise Wispern zerrissener Vorhänge unterbrochen. Die Verzweiflung, die die Wände und den abgenutzten Holzboden durchdrang, war fast greifbar. Dann richtete er seinen Blick auf Carmela und traf ihren Blick. Sie sah müde aus, ihr Gesichtsausdruck trug das Gewicht vieler Jahre des Kampfes und der Enttäuschungen. Doch da war auch ein Funke von Verteidigungsbereitschaft, als ob sie ständig erwartete, beurteilt zu werden. Andres atmete tief durch und wählte seine Worte sorgfältig. »Carmela, ich kann nicht zulassen, dass Christian so lebt. Er verdient mehr, er verdient eine Chance.« Sie lachte ein bitteres, gebrochenes Lachen. »Und was wissen Sie davon, jemandem Chancen zu geben?« Andres schluckte, behielt aber einen ruhigen Ton bei. »Ich weiß, dass ich ihm ein besseres Leben bieten kann, einen Ort, an dem er nicht betteln oder in Angst leben muss.« Carmelas Augen verengten sich skeptisch. »Und was haben Sie davon?« »Ich suche nichts als Gegenleistung«, sagte Andres aufrichtig. »Ich möchte nur helfen. Ich kann mich um ihn kümmern, ihm eine Ausbildung, ein Zuhause geben.« Christian, der bis dahin still gewesen war, hob den Kopf, seine Augen voller Hoffnung und Unsicherheit. »Würden Sie das für mich tun?« Andres hockte sich hin, blickte direkt in Christians Augen. »Ja, das würde ich. Und ich würde alles tun, um dich zu beschützen.« Carmela beobachtete die Interaktion, ihre Augen feucht. »Und was wollen Sie als Gegenleistung? Geld? Ich habe nicht viel, aber...« Andres hob eine Hand, um sie zu unterbrechen. »Ich will Ihr Geld nicht. Ich möchte nur, dass Christian ein besseres Leben hat. Wenn ich mich um ihn kümmern und seine Sicherheit gewährleisten kann, würde ich alles dafür geben.« Carmela zögerte. Ihre Augen musterten Andres Gesicht auf Anzeichen von Täuschung. Schließlich seufzte sie, resigniert. »Er verdient mehr, als ich ihm bieten kann. Wenn Sie ihm wirklich eine Zukunft bieten können, dann tun Sie es. Aber denken Sie daran, wenn Sie Ihr Versprechen brechen, gibt es keinen Ort auf der Erde, an dem Sie sich vor mir verstecken können.« Zum ersten Mal, nachdem sie kalt und gefühllos erschienen war, spürte Andres einen Funken Menschlichkeit in der Frau. Andres nickte feierlich und spürte das Gewicht der Verantwortung, die er gerade übernommen hatte. Er hatte keine Ahnung, wie er die rechtlichen und bürokratischen Herausforderungen bewältigen würde, die sicherlich auftreten würden, aber er war entschlossen, alles Notwendige für Christian zu tun. Andres fuhr nach Hause, Gedanken wirbelten in seinem Kopf. Christian in sein Leben zu bringen, würde nicht nur eine rechtliche Herausforderung, sondern auch eine persönliche sein. Während er im Fahrersitz seines Autos saß, zitterten seine Hände und sein Herz pochte. Die nächste Herausforderung war, alles seiner Frau Claudette zu offenbaren. Ja, Andres war seit einem Jahr mit einer extrem oberflächlichen und besitzergreifenden Frau verheiratet. Das Haus, eine riesige viktorianische Villa am Stadtrand von Manhattan, spiegelte den Reichtum und den extravaganten Geschmack von Claudette wider. Sie liebte es, üppige Partys zu veranstalten und sich in ihren sozialen Kreisen zu zeigen. Als er eintrat, fand er Claudette vor einem Spiegel, wie sie eine teure Perlenkette anpasste. Sie blickte auf, ihr Gesichtsausdruck gleichgültig. »Sie sind spät. Ich musste unsere Reservierung absagen.« Andres seufzte. »Claudette, wir müssen reden.« Sie verdrehte die Augen. »Und jetzt was?« »Ich habe heute einen Jungen getroffen, Christian. Er braucht ein Zuhause, eine Familie.« Claudette lachte sarkastisch. »Na und? Es gibt Hunderte von Kindern da draußen.« Andres atmete tief durch und versuchte, seine Emotionen zu kontrollieren. »Ich möchte ihn adoptieren. Er erinnert mich an mich selbst, als ich jung war, und er braucht Hilfe.« Claudettes Augen verengten sich. »Das kann nicht Ihr Ernst sein. Ich habe von Anfang an klargemacht, dass Kinder nicht in meinen Lebensplan passen.« Andres schloss die Augen
und spürte den Schmerz ihrer Worte. Weil es das Richtige ist, weil ich dieses Kind liebe und er uns braucht. Claudette schnaubte. Er mag sie brauchen, aber ich brauche kein Kind. Die Spannung zwischen ihnen war greifbar. Stille erfüllte den Raum. Andres fühlte, als würde seine Welt um ihn herum zerbröckeln. Er fragte sich, ob die Liebe, die sie füreinander hatten, ausreichen würde, um den Abgrund zu überbrücken, der sich zwischen ihnen aufgetan hatte. Zurück im geschäftigen New York begann Andres ein neues Kapitel in seinem Leben zu schreiben, mit Christian im Mittelpunkt. Der Kontrast zwischen den schlaglochgefüllten Straßen und Andres Villa war frappierend. Und für Christian war es, als wäre er in eine andere Welt transportiert worden. Am ersten Tag nahm Andres Christian mit in ein anspruchsvolles Bekleidungsgeschäft in der Fifth Avenue. Als er sah, wie der Junge staunend die hellen Schaufenster betrachtete, sagte er: »Los, such dir aus, was du willst. Du verdienst das Beste.« Christian, etwas zögerlich und noch an seine neue Realität gewöhnend, antwortete schüchtern: »Sind Sie sicher, Herr Andres? Ich hatte noch nie etwas so Gutes.« Mit einem warmen Lächeln antwortete Andres: »Es ist ein neues Leben, Christian, und ich verspreche, das Beste für dich zu tun.« Die folgende Woche war voller neuer Erfahrungen für Christian. Musikunterricht, Parkbesuche, Abendessen in eleganten Restaurants und Stunden voller Spaß beim Videospielen zusammen. Jedes Mal, wenn Andres Christian ansah, sah er nicht nur ein Kind, das er aufgenommen hatte, sondern eine Verkörperung der Traumfamilie, nach der er sich immer gesehnt hatte. Doch diese neue Nähe zu Christian verstärkte nur den Riss zwischen Andres und Claudette. Das fröhliche Lachen von Christians stand im Kontrast zu den angespannten Stillephasen mit Claudette, die in dem Haus zur Norm wurden. Eines Tages, nach einem besonders stillen Abendessen, brach Claudette schließlich das Schweigen mit einem kühlen, schneidenden Ton. »Ich kann das nicht weitermachen, Andres. Dies ist nicht das Leben, das ich gewählt habe.« Andres, der sie tief anschaute, sagte: »Claudette, ich verstehe, dass dies eine plötzliche Veränderung für uns war. Aber Christian ist ein unglaublicher Junge, der Liebe und Fürsorge verdient.« Mit Tränen in den Augen antwortete Claudette: »Es geht nicht um das Kind, es geht um uns. Ich will keine Mutter sein. Wir können so nicht weitermachen.« Der Raum fiel in ohrenbetäubende Stille. In diesem Moment erkannte Andres, dass er, während er die Familie fand, die er immer wollte, die Frau verlor, mit der er einst davon geträumt hatte, diese Reise zu teilen. Am Ende dieser Nacht drückte Claudette ihre endgültige Entscheidung aus. Sie wollte die Scheidung. Andres und Christian entwickelten eine unzertrennliche Bindung. Wann immer er konnte, nahm Andres Christian mit, um den Glanz und das Wunder der Stadt zu entdecken. Zusammen ließen sie Drachen im Central Park steigen, genossen Zuckerwatte und Waffeln von Straßenverkäufern und stellten sich sogar dem Adrenalinrausch der Achterbahn im örtlichen Vergnügungspark. In jedem Lächeln, in jedem Lachen sah Andres einen Schimmer der Familie, die er immer aufbauen wollte. An einem goldenen Nachmittag, nach einem Spaziergang, gingen die beiden ruhig den Bürgersteig entlang. Die letzten Sonnenstrahlen malten die Straßen und Gebäude in goldenen Tönen. In dieser Kulisse fiel Andres eine Figur auf. Eine Frau mit einem leichten Hinken im linken Bein, deren Haar sanft im Wind wehte. Etwas an ihrem Profil schien schmerzhaft vertraut. Andres, von einer Mischung aus Verwirrung und Wiedererkennung erfüllt, drückte instinktiv Christians Hand und verlangsamte, um einen besseren Blick auf die Frau zu werfen. Plötzlich drehte sich die Fremde um. Ihre Augen weiteten sich, als sie den Jungen neben Andres sah. In dem Versuch, die Welle der Emotionen, die sie offensichtlich überwältigte, zu unterdrücken, rief sie mit zitternder Stimme: »Christian, wie bist du hierher gekommen? Und mit Andres?« Noch immer von der Schocksituation verarbeitend, antwortete Andres inmitten der Überraschung: »Valeria, bist du das wirklich? Mein Gott, wie kennst du Christian?« Die drei befanden sich nicht nur an einer physischen Kreuzung, sondern auch an einer emotionalen, mit intensiven Blicken, die sich kreuzten und versuchten, dieses unerwartete Aufeinandertreffen zusammenzusetzen. Sowohl Valeria als auch Andres spürten das Gewicht einer unterdrückten Vergangenheit, die nun nach Antworten verlangte. Christian, die spürbare Spannung zwischen ihnen wahrnehmend, wechselte seinen ängstlichen Blick zwischen den beiden hin und her und versuchte, ihre Gesichtsausdrücke von Besorgnis und Überraschung zu entschlüsseln. Sie beschlossen, sich in einem gemütlichen Café nur wenige Schritte entfernt niederzulassen, um die Strudel der Emotionen und Enthüllungen in einer ruhigeren Atmosphäre zu klären.
Das Café hatte eine Vintage-Dekoration mit Holzmöbeln und hängenden Lichtern und schuf eine gemütliche Atmosphäre. Am Tisch bestellte Andres vorsichtig einen Kaffee zusammen mit einem frischen Muffin für Valeria, vielleicht in der Hoffnung, auf irgendeine Weise den Einfluss des Zusammentreffens abzumildern. Für Christian bestellte er ein großzügiges Vanilleeis, in der Hoffnung, ihn, wenn auch nur für kurze Momente, von der Ernsthaftigkeit des Augenblicks abzulenken. Nach einer kurzen Stille richtete Andres mit intensiven und angstgefüllten Augen seinen Blick auf Valeria. »Wir müssen verstehen, was passiert ist«, murmelte Valeria, fast als ob sie die Antwort fürchtete. Valeria schloss für einen Moment die Augen, um die Kraft zu sammeln, ihre schmerzhafte Geschichte zu erzählen. Mit einem tiefen Seufzer begann sie: »Als wir uns trennten, stellte ich fest, dass ich Christian erwartete. Ich fühlte mich verloren, Andres. Meine Eltern, mit ihren zerstörerischen Entscheidungen, wollten keine Beziehung zu unserem Kind. Trotz der Angst wusste ich, dass ich ihn nicht aufgeben konnte. Nickel schien damals die einzige Option zu sein. Er bot an, sich um ihn zu kümmern, während ich in New York ein stabileres Leben suchte.« Die Worte flossen von Valeria, jedes einzelne schwer mit Traurigkeit und Entschlossenheit. »Die Tage waren lang und herausfordernd, während ich nähte und putzte und von einem besseren Leben für uns träumte. Dann traf mich eines Nachts auf dem Heimweg von der Arbeit ein Auto und änderte alles.« Ihre Augen füllten sich mit Tränen, aber sie fuhr fort: »So hart die Genesung auch war, mein Bein wurde nie wieder normal. Die Liebe zu unserem Sohn hielt mich am Leben. Nickel war meine einzige Verbindung zu ihm. Aber kürzlich, als er erwähnte, dass ein Mann Christian mitgenommen hatte, brach meine Welt zusammen. Und jetzt sind wir hier, konfrontiert mit einer Wendung des Schicksals, die ich mir nicht einmal in meinen kühnsten Träumen hätte vorstellen können.« Mit dieser Enthüllung drohte Andres Herz aus seinem Mund zu springen. Seine Augen, einst leuchtend vor der Aufregung einer neu entdeckten Vaterschaft, waren jetzt von einem Sturm der Emotionen verdunkelt. »Sagen Sie«, begann er zögernd, »Christian, dieses wunderbare Kind, das ich geliebt und umsorgt habe, ist tatsächlich unser Sohn? Unser eigenes Fleisch und Blut?« Valeria, mit tränennassen Augen und einem Gesichtsausdruck, der Traurigkeit und Hoffnung vermischte, nickte einfach. »Ja, Andres, Christian ist unser Kind, die Frucht der Liebe, die wir kurz geteilt haben.« Das plötzliche Geräusch von Christians Löffel, der auf den Holzboden des Cafés fiel, hallte wieder. Der Junge, mit weit geöffneten Augen und einem geröteten Gesicht, blickte abwechselnd Andres und Valeria an, versuchte die Komplexität der Situation zu verstehen. In seinem kindlichen Verstand hatte er nur eine vage Erinnerung an eine lächelnde Frau, die in seinen Träumen gelegentlich auftauchte, ihm über das Haar streichelte und Worte der Liebe flüsterte. Und jetzt saß diese Frau vor ihm, verbunden mit ihm durch Bande, die über die Vorstellungskraft hinausgingen. »Ist er wirklich mein Vater?«, fragte Christian, seine Stimme klein und unsicher, aber voller greifbarer Hoffnung und Neugier. Als sie die umhüllende Atmosphäre des Cafés verließen, gingen die drei in perfekter Harmonie, trotz der kürzlich erfolgten seltsamen Offenbarungen. Die Nachmittagssonne warf ein goldenes Leuchten auf die Gebäude von New York und schuf eine Farbpalette, die wie handgemalt schien. Valeria, die immer noch leicht hinkte, war auf der linken Seite von Andres und ihr Arm war mit seinem zur Unterstützung ineinander verschlungen. Auf der anderen Seite hielt Christian Andreses rechte Hand. Seine Finger drückten fest zu, als fürchtete er, diese neue Realität könnte jeden Moment verfliegen. Vorbeigehende, die an ihnen vorbeigingen, warfen neugierige Blicke, einige mit echten Lächeln, verzaubert von dem Anblick dieser Familie, die ansteckende Freude ausstrahlte. Geflüsterte Kommentare wie »Was für eine schöne Familie« und »Schau dir ihre Freude an« waren zu hören, als sie gingen. Andres, dessen Herz voller Dankbarkeit und Entschlossenheit war, zog schnell sein Handy heraus und suchte nach der besten orthopädischen Klinik in der Stadt. Mit einem kurzen Anruf sicherte er einen Termin mit dem renommierten Chirurgen Dr. Lawrence für Valeria. »Wir kümmern uns darum, Valeria. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass es Ihnen gut geht«, sagte er fest und blickte tief in ihre Augen. Valeria, mit feuchten Augen, nickte einfach, zu emotional, um zu sprechen. Plötzlich überkam Andres die Euphorie und er beugte sich hinunter, hob Christian an der Taille hoch und wirbelte ihn in der Luft herum, die Manöver eines Flugzeugs nachahmend.
Christians ansteckende Freude war spürbar, als Lachen aus seinen Lippen ausbrach. Die Szene war die Verkörperung von Liebe und Freude. Und Andres, als er seinen Sohn in der Luft wirbelte, fühlte ein tiefes Gefühl des Friedens und der unerschütterlichen Gewissheit, dass irgendwie, auf mysteriöse Weise, alles an seinen rechtmäßigen Platz unter der Führung einer göttlichen Hand fiel.